Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Shattered World. So, ich habe mir was überlegt. Ich würde doch gerne mit einem anderen Mod weitermachen. Und zwar nehme ich jetzt erstmal hier das raus. Pack das Zeug erstmal hier rein. So, alles erstmal reinstopfen. Nehme den Hammer mit. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt mit dem Mod anfangen, und ich sage noch nicht welcher, machen wir hier erstmal schön. Machen erstmal dafür hier was Platz. Marble ist natürlich sehr schön. Ich glaube, den werde ich dann auch hier bauen. Also hier in dem Bereich. Danke. Flup, flup. Die Schaufel. Boah, der Backpack kann jetzt mal weg. Hier haben wir sogar was Kohle. Und hier noch Gravel. Boy. Das, also wir haben hier auf jeden Fall Bodenschätze bis zum Gehen nicht mehr. Nehme ich mal den Erdblock, um hochzukommen. Erstmal grob was ausleuchten. So, was habe ich denn jetzt hier genau vor? Ey, das ist so widerlich mit den Lecks. Also, ich weiß aber schon von den Kommentaren her, dass hier so ein Olli oder so ein Bakerman oder Gamer bei mir vorbeischaut. Ich weiß, ihr könnt nichts dafür. Ich muss mich aber trotzdem ein bisschen auskotzen drüber. Ich meine, ich hab's schon mal in der Folge erwähnt, ich weiß, Baker ist so ein Community-Mensch. Einfach sagen, ne, Community kommt hier nicht drauf, das habe ich ja schon spätestens gemerkt nach dem Ende von RBT V2, wo er die Community mal komplett draufgelassen hatte. War ja auch eine super Aktion von ihm. So, wie viel Marble haben wir eigentlich überhaupt? Also nicht vom Inventar insgesamt. Ne, da habe ich ja schon gemerkt, dass ein Bäcker so ein Community-Mensch ist. Ich würde auch schon bald sagen, Familienmensch. Aber naja. Habe ich echt so wenig Marble? 3 und 5. Weißt du was? Machen wir so und dann tun wir den Marble zurück. Wovon haben wir denn viel zum Bauen da? Granit. Komm, wir machen eine Mischung aus Limestone und Kobbel für den Boden. Und ich baue dann hier grob zu. So, nein, dich wollte ich dann nicht haben. Machen wir hier sowas in der Ecke. Was haben wir denn für einen schönen Limestone? Machen wir hier doch schon mal so eine Abgrenzung. Ja. Ja, das ist nicht schlecht. Was können wir denn noch so machen? Mit Limestone. Nee, nicht den. Smooth Limestone, nee. Ich würde sogar sagen. Nee. Oder. Weißt du was? Wir nehmen noch mehr von dem hier. Machen so eine Umrandung hier. Da nehme ich dann doch mal den Marble raus. Ja.
Ich sag jetzt mal gekonnt nix. So, und dann. Eine Fackel dahin. Mach mal hier innen drin. Muss. Oder machen wir Muster. Ich glaube, was ganz gut passen würde. Ach komm, wir machen erstmal hier sowas. Oh, ich merke schon, ich kann gleich nicht mehr richtig aufnehmen. Es wird zu voll hier. So, machen wir hier noch weiter. Die Wände müssen wir ja dann auch noch irgendwie designen. Habt ihr euch schon währenddessen überlegt, mit welchem ich anfangen würde? Ja, wisst ihr? Ah, es ist auf jeden Fall Magie-Mod. So viel sei gesagt. Rock'n'Roll? Was ist denn das? Also, Slayer Gear nach. Ich glaube, mit diesem Magie-Mod könnten wir so einiges Gutes antreiben. Wenn man das auch richtig bauen würde, wäre man perfekt. Aber da ich es richtig baue, bin ich anscheinend nicht perfekt. Alter, hab ich jetzt gerade erschrocken. Sehr schön. Packen wir hier die Fackel noch hin. So. Hier hatte ich irgendwie noch nichts richtiges überlegt, aber ich würde sagen, wir machen hier einfach so eine Platte hin. Einfach jetzt erst. Boy. Einfach sowas zubauen. Ja. Boy. Kann ich heute überhaupt etwas? Ist ja grauenvoll. Ich brauche noch eine Fackel. Nehmen wir hier ein bisschen Holz. So, so, so. Essensmäßig sieht es bei mir auch schon wieder scheiße aus. So, mach mal hier die Wände schon mal klein. Jo. Währenddessen überlege ich mir mal, wie ich hier baue. Aber ich glaube, ich würde einfach so den Baustil, den ich so schon habe. Also hier Wood und den Stone unten drunter. Würde ich einfach beibehalten. Bloß hier will ich den Detailed nehmen. Ich glaube, Detailed würde eher zu dem Mod passen. Ich glaube, jetzt habe ich schon so generell was verraten. Zack, zack, zack. Ich glaube, ich könnte. Alter. Ich höre es einfach auf, mich zu beschweren. Das bringt ja momentan nichts. Das ist ja gut. Ich brauche sogar, glaube ich, hier so. Und dann hier einmal so. Jo. Hier das noch wegmachen. So, langsam wird das Essen wieder nötig.
Oh, Fisch. Chips gibt es heute. Danke. Hier gibt es einen Apfel. Nein. Und hier noch so einen schwächsten Stock. So. Holz brauchen wir jetzt noch. Alter, ich habe schon 10 Minuten vorbereitet, nur mit Bauen. Herzlichen Glückwunsch. Das Eisen haben wir schon wieder recycelt hier. Ach, ich nehme es einfach mal so ins Deck mit. Ja, sehr schön. Hast du sehr gut gemacht, Deutsch. Weiter so. Komm, einfach zur Vollständigkeit. Halt, habe ich noch vergessen. Chiseln natürlich. Was wird denn dazu passen? Ich glaube, wir machen jetzt hier einfach Stich da und nehmen den Smooth. Ja. Machen wir so. Also, ich bin ehrlich, hier so zum Bauen. Ich habe es richtig schwierig, hier ein ordentliches Design zu bauen. Oh, die Sophie ist auch schon da. Ich werde vielleicht mal generell nachher mal im Chat fragen, ob irgendeiner Lust hätte, mir mal ein bisschen hier beim Bauen zu helfen, irgendein schönes Design. So, und die Ebene hier ist fertig. Sieht doch schon ein bisschen heimeliger aus. Nur noch eine ordentliche Decke rein. Vielleicht sogar noch eins höher setzen. So. Schaffen wir jetzt mal das Buch und gehen jetzt einmal, wenn das Buch sich öffnet, zu dem Mod, mit dem ich... Wird, da ist eine Maschine. Also. Tag. Und gehen jetzt mal zu dem Mod, mit dem wir arbeiten möchten. Ist nicht eigentlich alles in dieser Welt Magie? Ganz genau. Und das fangen wir jetzt mit Funcraft anfangen. So. Ein Iron Cap Wooden Wand sollen wir machen. Ja, ich möchte mit Funcraft anfangen. Funcraft habe ich... Ich will jetzt generell hier... Alles klar. Ich schmeiß das Zeug jetzt hier auch mal in die Schmelze. Tin, Silver, Iron. Copper warte ich bis es... hier das andere Gedumpe durch ist, wie heißt es? Dann mal zurückschüsseln. Bis kein Zinn mehr da ist. Ich habe keinen Bock auf eine Legierung. So, das kommt weg. Das kann weg, so. Wir brauchen einen Stick. Und wir brauchen Iron Nuggets, 10 Stück. So. Und wir haben einen Iron Capped Wooden Wand. Claim Reward. Und wir bekommen eine Note in a Jar. Der Stab des Lehrlings. Ja gut, das dauert ein bisschen, bis wir da den haben. Der geduldige Forscher. Ja. Mit unserem Zauberstab lassen sich die wichtigen Basisgegenstände herstellen, die ein Zauberer braucht. Wir brauchen ein Formonomikon. Wird gezeigt, wie man das herkriegt. Ja gut, nicht so wirklich. Ganz einfach gesagt, wir haben Leder, das haben wir hier reingetan. Machen wir 3 Stück. Sugarcanes haben wir. Ja. Wir machen jetzt erstmal ein Bücherregal. Einmal so zack. Und zack. Ein Bookshelf. Rechtsklick drauf. Und wir haben das Formonomikon. So, jetzt haben wir Scribing Tools machen und 3 Tables. Gibt es eigentlich einen Schiefen, den wir jetzt aufmachen? Nö.
hier noch genau? Ein Table. 2 und 3. So, Scribing Tools. Gibt die Bloody, Bound, Crystal, Primal. Ich will aber den stinknormalen. Da brauchen wir eine Glasfiale. Eine Feder und ein Inksack. Wir nehmen da aber hier so ein Stück Kohle. So, Coal Dust haben wir. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Glas. Das habe ich jetzt eben hier reingetan. 1, 2, 3. Eins hiervon. Dann fangen wir nochmal an, das die Scribing Tools zu craften. Einmal. Das ist nicht euer Ernst. Oh, hier haben wir schon gut was drin. Es war euer Ernst. Alles klar. Merke ich mir. Danke. So. Ich würde sagen, wir machen dann hier unseren Forschertisch hin. Und hier den Arcane Worktable. Claim your Workout, kommen Quicksilver Drops und Airshots. Der Durchblick, wir sollen jetzt ein Formometer machen. 2 Gold, 1 Glas, 2 Shards. Machen wir. Eins, zwei. Was ich aber gerade mache, ist das hier reinschmeißen. So. Dann einmal so und so, so. Und so. Und wir haben ein Formometer. Und jetzt beginnt der richtige Spaß. Ach du. Wow, ihr hört aber sofort rein. Ja. Generell würde ich sagen, bevor wir hier mit den Quests richtig weitermachen, mache ich mir mal schnell eine Truhe. Sogar zwei. Und tue das ganze Funkwaff-Gelumpe mal da rein. Also das. Das Formonomicon. Die Note in a Jar auch. Vorerst. Das brauchen wir hier nicht mehr. Das. Haben wir hier noch was zum Thema Formcraft? Anscheinend nicht. Halt, bevor ich das sofort hinlatsche, hole ich mir hier noch das Zeug raus. Es ist einmal Ember. Und ich glaube, das war's schon. Hier habe ich auch nichts mehr, oder? Nope. Aber hier haben wir noch Pete. Ja, komm schon. Generell würde ich auch am überlegen, vielleicht als erstes richtiges Projekt auf eine Forestry-Farm zu gehen. Aber da will ich dann auch zu anfangen, dass wir nicht nur Bäume fällen. Wie das geht, zeige ich euch dann natürlich. So, auf jeden Fall. Nito und Adamantum sind die ersten magischen Gegenstände, die ein Magier können muss. Ich würde aber erstmal sagen, wir nehmen uns hier ein... Ich wollte schon gesagt haben. Das Formonomicon raus. Schauen so ein bisschen rein. Witching Gadgets. Ex-Astus wie... Genau, das habe ich schon fast vergessen. Wir werden auch die Zuckerrohr-Seeds jetzt anpflanzen müssen.
So. Und ich nehme schon direkt ein Kohle mit. Finde ich gut, dass wir die so nachfüllen können. Kriegen sogar Sulfur aus. Haben wir nicht für irgendetwas... Stimmt, Pyrophium können wir jetzt machen. Das habe ich ja ganz verpeilt. Ich mache jetzt noch ein Scribing Tool. Warum? Ganz einfach, eins für den Tisch und... Wenn wir jetzt hier anfangen... Click to get a research note. Click to get a research note. Wir machen jetzt mal hier so viele Research Notes fertig. Die Research hier, die werde ich alle größtenteils offscreen machen, es sei denn, es ist irgendwas Besonderes. Weil ich glaube, dass. Oder? Ich bin mir noch nicht sicher, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Es ist auf jeden Fall sehr viel, was wir hier machen müssen. Zack, 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 und ich sehe es schon. Ich packe die jetzt erstmal alle hier rein. Oh, Formic Energistics, einer meiner Lieblingsmods. Shattered Magic, Moonstone. So, bevor wir jetzt aber richtig anfangen. To understand this, we need to study plants. Schade, das ist nicht drin. The source of lives. Oh Gott, ich liebe es. Vom Monomikon. Wir brauchen eine normale Fackel. Aha. You have discovered the new search. Jetzt geht es richtig los. Einmal alles durchscannen. An der Seed. Karotten? Nein. Habe gerade gesehen, dass der Server ein Backup macht. Bad. Davon kann nichts gelernt werden. Wie sieht das hier mit aus? Ja, jetzt beginnt die wunderbare Reise. Hier ist Neues. Aspects of Magic. Generelle kurze Erklärung zu den Aspekten. Es gibt hier die 6 Grundaspekte. Air, Terra, Ignis, Aqua, Order, Petitio oder anders ausgedrückt. Luft, Erde, Feuer, Wasser, Ordnung und Chaos. Das sind so die Grundaspekte und alle anderen setzen sich daraus zusammen. Das ist so generell das Wichtigste zu Farmcraft. Ja, ich merke schon, es gibt jetzt hier keinen mehr richtig aufzunehmen. Freunde, ist egal, die Folge ist jetzt eh vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.